Als Inga mich eingeladen hatte, hierher zu kommen, war mein erster Impuls, oh, das ist eine super Idee, es geht um Frauen im Dokumentarfilm. Ey, da müsste die Böllers einladen, weil, also korrigiert mich, wenn es anders sein sollte, aber ich kenne keinen weiteren, so eine Rucksackproduktion von einem wirklich festen Frauenteam, die von der Filmhochschule bis heute zusammenarbeiten. Ich meine, es gibt viele Kameramänner, die mit Regisseuren fest zusammenarbeiten, das gibt es schon, aber bei den beiden ist es nochmal besonders, weil die auch die Funktionen tauschen. Ne? Also jede macht mal die Kamera oder macht mal den Ton, die macht den Schnitt zusammen, da kommt niemand anderes mit rein. Also diese Konstellation, die Gesa vorhin vorgestellt hat, kennen die beiden nicht, die machen wirklich alles alleine als so eine Two-Women-Band. So, und zwar von der Filmhochschule an, auch in Ludwigsburg, wo die Monika herkommt. Und ich sage nur ganz kurz, wie ich die kennengelernt habe. Ja, früher. Lasst euch doch mal ein bisschen beschmeicheln. Ne? Ich habe die so kennengelernt, dass ein Freund mir sagte, ey, ich war in Leipzig auf dem Festival und ich habe da einen Film gesehen, den musst du unbedingt gucken, der wird dir gefallen. Und das war Schotter wie Heu. Und dann ging es mir wie Gesa, ich habe mich total in diesen Film verknallt, habe einen Aufsatz dann noch irgendwann drüber geschrieben. Und während ich diesen Aufsatz geschrieben habe, skurrilerweise zufällig die beiden tatsächlich kennengelernt, zufällig, wirklich, die saßen da auf einmal an einem Ort, erzähle ich jetzt nicht. Und dann hab ich die weiter verfolgt und kenne eben dieses gesamte Œuvre der beiden. Und nur so viel, was ich daran so besonders finde, und vielleicht sollten wir auch über diese Arbeitsweise reden, nachdem die beiden vorstellen, was sie machen seit der Filmhochschule in Ludwigsburg. Die beiden machen einen Dokumentarfilm, in dem immer klar ist, dass sie da sind. Also es gibt ja häufig diese Redeweise, ne? Man sagt dann den Leuten vor der Kamera, bitte guckt nicht in die Kamera und tut so, als ob wir gar nicht da seien. Und dann soll sich das Leben so quasi naturwüchsig entfalten. Ne? Das ist so die Programmatik und man kann vielleicht auch sagen, der Glaube des Direct Cinema. Und das machen die nicht, sondern die Böllers sind immer anwesend. Die öffnen immer diesen Raum in diesen, ne, Offscreen-Raum hinter, neben der Kamera. Ohne dass man sie sieht, das wäre mein nächster Satz, ohne dass man sie sieht, weil sie machen eben dann nicht das, was männliche Dokumentarfilmer gerne machen, die dann von sich so eine Art Persona kreieren, wie Michael Moore oder Nick Broomfield, die dann selber als Performer in dem Raum vor ihrer Kamera rumspringen, sondern die beiden sind da und sind gleichzeitig nicht da und sie dringen dann so mit so kleinen, insistierenden Fragen aus diesem Off-Raum mal so rein in den Raum vor der Kamera. Und es ist immer klar, dass dieser Film, der da entsteht, nur entsteht, weil da eine Beziehung stattfindet. Und ich glaube, das ist vielleicht so der kleinste gemeinsame Nenner, der sich durch die Filme durchzieht, der eine. Der dann vielleicht zu einer besonderen Herausforderung wird bei dem letzten fertiggestellten Film, über den wir heute gesondert reden wollen. Wer hat Angst vor Sibylle Berg? Weil ich glaube, diese Situation, diese kommunikative Situation nochmal eine andere war als bei den Filmen vorher. Intensiver, vielleicht auch mehr Reibung produziert hat. Und wir reden nachher darüber, was die Besonderheit dieses Films im Unterschied zu den anderen sind. Und das Zweite, würde ich sagen, der zweite gemeinsame Nenner oder der rote Faden, die beiden heißen Böller und Brot. Und dem Dokumentarfilm wird ja immer nachgesagt, er sei manchmal so trocken wie Brot, ja, so schwarzbrotig, ne? Die Diskurse der Nüchternheit, wie Bill Nichols sie beschrieben hat. Und die beiden machen Filme, die sind Brot, das heißt, die sind klug, die sind trocken, die haben Zugriff auf ein Thema, aber die sind eben auch Böller, das heißt, da kracht es auch, die Filme sind durch die Bank, finde ich, unglaublich lustig und das ist ein sehr, finde ich, sehr kluger Humor der beiden. So, und ich glaube, die Dramaturgie ist, dass ihr so ein bisschen erzählt, wie ihr arbeitet, wo ihr herkommt, so eine kleine kurze Reise durch die Filme durch und dann werden wir nachher bei Sibylle Berg stehen bleiben, vorerst, und werden über diese Beziehungskommunikation reden. Vielleicht auch die Frage darüber, was ist ein Unterschied, wenn man Frauen vor der Kamera hat, ob Frauen vielleicht auch einen besonderen Schutz verdienen. Das waren so Fragen, die wir gestern kurz angetönt haben. Und vielleicht erzählen Sie uns dann auch noch, was so in Ihrem derzeit in Produktion befindlichen Film über Narren. Und das ist dann nicht nur lustig mit den Narren. Britta, also vielen Dank für diese schöne Einführung. Ich muss Hört mich man erst dich?
hört man mich? Hört man? Ja, man hört dich. Man hört mich? Ja, also eigentlich heißt das Werkstattgespräch über Wer hat Angst vor Sibylle Berg, aber wir haben überlegt, dass es ganz gut wäre, auch so historisch, wie kommen wir da überhaupt hin zu Sibylle, so unsere frühe Arbeit mal zu zeigen. Du hast erwähnt, wir haben an der Filmakademie studiert. Ich weiß nicht, wie es Monika gegangen ist. Damals, als wir dort studiert haben, war es eine sehr hierarchische und auch patriarchale Struktur, die sehr auf Karriere aufbaute oder karriereorientiert war. Und es war, also irgendwie haben wir da nicht so gut dazu gepasst. Also wir haben quasi der eine Direktor war auch sehr väterlich. Väterlicher Direktor. Und strafend. Also und ähnlich wie strafender Spaß. Gott, ein strafender Gott. Und wir haben eigentlich eine Überlebensstrategie gesucht und auch gefunden, wie wir als Frauen und Filmemacherinnen überleben können. Und deshalb wollten wir so ein bisschen ausholen und würden gleich mal unseren ersten gemeinsamen Film, das war auch unser Abschlussfilm an der Filmakademie, den Anfang zeigen und dann machen wir so einen kurzen Sprung und unsere Lieblingsstelle auch noch. Zichrul, ist da? Ach so, was ist jetzt, wie viel war? Wie? Was spreche ich an Filmer? Ich habe alles ausprobiert. Ich weiß nichts mehr. Du warst nichts mehr. Warst du? Ich sage, ich friere. Das war sie noch von früher. Als ich Gott sein Gemeindepfarrer war, war er schon tot. Und jetzt nach so vielen Jahren soll er immer noch leben? Das fällt mir ein, nicht wahr? Ich denke, der Mann kann ja schon gar nicht mehr leben. Ist ja auch klar, wir werden schon 100 Jahre alt. Genau, und jetzt kommt die Lieblingsstimme. Er weiß, wie nahe mir mein Ende. Ich gehe die Zeit her, kommt der Tod. Jung vermutet, wie beendet. Dann kommen meine Tode noch. Mein Gott, ich bin durch richtig gut. Mach du mit meinem Ende gut. Tauschst du das auswendig? Gut. Es kann von Arbeit anders werden, als es am frühen Morgen war. Solange ich lebe auf dieser Erde, steht ich im Städte vor uns gebaut. Mein Gott, ich bin durch richtig gut. War quasi, da haben wir uns so gefunden, Sigrun brauchte noch jemand, der mit ihr drehen will, weil an der Filmakademie war das ein komplett unattraktives Thema, alter Opa. Also wer es nicht gemerkt hat, die Ähnlichkeit, es ist mein Großvater. Ich bin auf diesem Hof, Bauernhof aufgewachsen, wo er der Patriarch war und mein Vater schon Schwierigkeiten hat, ihm sich zu widersetzen und als Mädchen zu studieren, war schon was Seltenes. Und genau, wir haben sofort gemerkt, dass wir eine ähnliche Art von Humor haben und auch eine ähnliche Art von Kameragestaltung. Und wir haben so gedacht, Mensch,
das Tod, also der Tod ist so ein, ich weiß nicht, betrifft wahrscheinlich alle künstlerische Arbeit, so ein Thema, mit dem man sich ja stark auseinandersetzt. Vielleicht gibt es überhaupt deshalb erst überhaupt Kunst. Und wir dachten, es könnte ja mal einen anderen Blick drauf geben. Also bis dahin, der ist jetzt auch schon 20 Jahre alt, der Film, war das immer total pietätvoll und man hat so alte Hände gezeigt. Und wir dachten, das kann man anders machen. Und das war ja auch dieser Millenniums-Hype 2000. Alles musste das letzte Jahrtausend toll gefilmt werden. Genau, aber um es kurz zu machen, wir hatten dann auch riesiges Glück, weil der Film kam gerade zur rechten Zeit. Es war so, also wir haben extrem viele Preise gewonnen. Der ging um die ganze Welt. Und auch hier. Auch hier in Potsdam, eine unserer schönsten Erlebnisse, haben wir von Job den Wunderkindpreis überreicht bekommen. Wir kamen da in letzter Sekunde ganz verschwitzt an zur Preisverleihung, weil wir natürlich nicht damit gerechnet hatten. Und konnten dann weiterarbeiten, unser Debütfilm machen. Und der, also ich kurz, um es zu beschreiben, wie wir arbeiten, wir suchen eigentlich immer so große Themen des Lebens und hoffen dann, dass uns irgendwas ganz Konkretes begegnet, an dem wir die großen Themen des Lebens erzählen können. Also jetzt wie bei Sigruns Oper, das Thema Alter und Tod. Oder Zeit. Haben wir nach dem Studium natürlich überlegt, oh mein Gott, Geld verdienen, wie sollen wir Geld verdienen? Und da hat uns das Thema Geld wahnsinnig interessiert. Und wir kamen dann über eine Studienkollegin, die in Berlin lebt, die hat einen Zeitungsartikel gelesen, dass es in der Nähe, auch in dieser hohenlohischen Region, eine Bank ohne Computer gibt und das wäre doch was für uns. Und wir dachten dann so, naja, eigentlich auch eine gute Art, über das Thema Geld mal nachzudenken und einen Film darüber zu machen. Und wir zeigen euch jetzt den Anfang. Kein Bankautomat, kein Computer. Warum brauchen Sie das alles nicht? Was hat Sie stehen? Das hängt mit meiner Einstellung zusammen. Das habe ich bewusst verweigert, weil ich mir sagte, alle Banken nehmen zu aufwendig. Ich möchte ein Zeichen setzen, dass es auch anders geht. Also weniger Technik, Sie machen alles in Personalunion. Schlägt sich das auf die Zinsen nieder? Die Konditionen sind 4,5% Zinsen für Hypothekendarlehen und 3,5% für Spareinlagen. Das ist doch großartig. Ja. Warum kann ich nicht zu Ihnen kommen? Weil Sie kein Kammerspender sind. Gammersfelder Bank ist noch sehr kundenfreundlich und kundenorientiert, während egal welche Bank, einfach die nächste größere, da ist nur noch eine Nummer. Da hat jeder Gammersfelder oder fast jeder Gammersfelder Konto. Der ganze Zahlungsverkehr ist ja gebührenfrei. Das ist ja bei anderen Banken nicht so. Aber die Konditionen sind ja so herrlich in Gammersfeld. Ich denke nicht daran, dass Ihre andere Bank das Geld hintragt, euch doch auch so sauer verdienen muss. Und wenn die kein Geld mehr im Geldbeutel haben, dann holen sie ein bisschen vom Doch, Fritz, könntest du auch in die Bank gehen? Das sind schon Interviews. Könntest du doch bitte nicht mehr, weil ich schon wieder Bank überfahren. Wenn ich irgendwas von mir gebe und dann ist es ja irgendwann hier eben Frau. Nee. Zum Beispiel was? Haben Sie auch ein Konto auf der Bank in Gamsfeld? Ja. Ja. Immer noch.
Nein, das ist halt auch noch eine Sache. Da kann man halt noch hören, wenn man jetzt da geschwind rasiert, dann fahre ich halt schnell her und so, ich brauche schneller Geld. Das ist ja nicht nur eine Sache, die Sie erfunden haben. Das ist eine Bank, die jetzt, glaube ich, in der dritten Familiengeneration ist. Wann begann das Ganze? In 1890. Das war 110 Jahre. Und das ist jetzt die Raiffeisenbank. Die Raiffeisenbank, wie sie halt früher war. Ja, weshalb wir eigentlich diesen Ausschnitt zeigen wollten, ist natürlich die Dame ganz am Anfang, die sagt, sie wollte es vermeiden, gefilmt zu werden. Also die Frauen im Dorf waren denkbar vorsichtig, dass man sie filmt oder dass sie gefilmt werden dürfen. Sie hatten also eigentlich fast alle so ein bisschen Respekt davor, in der Öffentlichkeit zu erscheinen, während die Männer mit großer Freude vor die Kamera traten. Und Sie haben es jetzt vielleicht schon gemerkt, also der Opa war ein sehr alter Mann, der Bankdirektor auch ein alter Mann. Also wir hatten so das Gefühl, dass wir uns auch so ein bisschen am Patriarchat abarbeiten müssen. Also dass wir das beide, glaube ich, schmerzhaft erlebt haben als Mädchen schon, dass man irgendwie, man fühlt sich extrem als Mensch, aber ist dann doch so irgendwie ein bisschen anders oder zweitklassiger oder, und es ist vollkommen unverständlich. Und dass wir so gedacht haben, also wie kommen denn die Männer auf die Idee, sich dieses Privileg zu nehmen, dass sie irgendwas Besseres sind? Und ich glaube, das war auch so eine Motivation für uns, Männer anzuschauen in ihrem Verhalten und auch mit so ein bisschen so einem Augenzwinkern. Aber ich glaube, sollen wir eigentlich gleich weiterhupfen oder wolltest du noch was dazwischen fragen? Ja, das überlege ich gerade, ob ich was zwischenfrage. Lieber, mach mal weiter. Weil wir auf eine der ganz wenigen Frauen, eine junge Edeka-Verkäuferin im Dorf zu sprechen kommen wollen, die sehr bereitwillig auch mit uns gearbeitet hat, die wir auch extrem süß fanden. Und ich glaube, wir zeigen sie kurz. Oder ich kann derweil auch was zu dem Schnitt sagen, weil Gesa so eine schöne Einführung über Schnitt gebracht hat. Also wie unsere Art Montage ist extrem meandernd. Also wir schlängeln uns so meistens durch die interessanten Szenen, die wir gefilmt haben, meandern wir uns so weiter. Und jetzt kommt eine Szene zum Thema Auto. Also wir arbeiten uns quasi durch den ganzen Dorfkosmos an verschiedenen Themen. Das ist halt so toll. Meine Dumme, ich bin frei geworden. Braucht kein Mauch. Wir haben momentan außer den Geschäftsautos noch ein nitzelnagelneuer Audi A6 und das ist mein momentanes Traumauto. Das hat man jetzt zugelegt. Schwarz. Japanisch. Und bezahlt. Das klärt man schon. Sie schon mal einen Bankdirektor gesehen, ich muss eine Sache fragen. Mein Auto. Also, gebraucht kriegst du für 28 und so neu kommst du für 55. Kommst du noch. Vorhin ist der Straßenzustand zu mir gekommen.
Aber im Moment über die Autobahnen, das Stau ist, jetzt haben wir ein paar 61 Autobahnen. 61 verschiedene Autobahnen gibt es in Deutschland. Und das ist alle lang, ne? Und immer von bis. Und da haben wir eine gigantische Schotterwelle, wenn die so weit gehen. Die Frau mit was, wie lang das Land jetzt aushält. Ne? Da wächst die Frau nichts mehr. Okay, da ging es jetzt weiter mit dem Schotterwerk, deshalb der Titel Schotter wie Heu. Aber das Spannende ist eigentlich, dass Andrea, die Edeka-Verkäuferin, ja, also das ist ja eine sehr charmante Szene, und sie war tatsächlich im Nachgang die Einzige in dem Dorf, die massive Schwierigkeiten bekommen hat, dadurch, dass sie sich exponiert hat. Also es wurde dann uns gesagt, ja, wieso darf die Andrea ihr dummes Geschwätz über ihr blödes Auto in diesem Film sagen, wo wir haben zwei so schöne Sportplätze, die kommen überhaupt nicht vor und so. Es ging dann auch so weiter. Der Film war zu unserer großen Freude und Überraschung extrem erfolgreich im Kino, und es hat sich dann so eine Art Tourismus entwickelt. Also Leute sind in das Dorf gefahren und haben sich die Locations angeschaut, unter anderem natürlich auch den Edeka-Laden und die süße Edeka-Verkäuferin, was den Neid ihrer Kolleginnen, die älter waren und im Film nicht vorkommen wollten, erregt hat. Und die wurde dann richtig gemobbt. Also das heißt, sie hat dann, okay, sie hat es auch noch selber angeheizt, sie hat dann im Dorf herum erzählt, sie hat sich dann irgendwie einen gebrauchten Audi A3 gekauft und ist im Dorf rumgefahren und hat allen erzählt, das hätte sie sich von der Filmgage gekauft. Und eigentlich hat niemand eine Gage bekommen. Aber sie musste das Dorf tatsächlich dann eigentlich verlassen, also sie ist weggezogen. Und es hat uns extrem betroffen gemacht, weil wir erstens nicht das Gefühl hatten, eine Grenzüberschreitung mit ihr, also das einfach nur, dass man sich auf die Frau dann stürzt. Also die Männer sagen viel dümmere Sachen, also wer den Film gesehen hat oder exponieren sich auf eine ganz andere Weise, und das dürfen sie. Aber die einzige Frau, die sich da traut, was zu sagen, wird sofort als Ziel ausgemacht, also in diesem kleinen Sozialkosmos, und wird dafür bestraft. Und das finden wir ein total spannendes Thema. Also nicht nur, wie arbeitet man als Frau, als Filmemacherin im Dokumentarischen, sondern auch, wie muss man heute eigentlich mit weiblichen Protagonisten umgehen? Und was ist auch so ein ganz interessantes Thema ist Scham, also oder Schamgefühl. Ich habe, also gestern zum Beispiel war ich kurz getriggert und hatte eine emotionale Äußerung in den Saal getan. Und hatte aber sofort, habe mich unendlich geschämt danach. Also, und hatte so das Gefühl, um Gottes Willen, wie konnte ich? Also dieses Gefühl der Scham. Und ich glaube, dass Frauen das deutlich mehr haben und auch viel mehr dahin erzogen werden, sich zu schämen und dadurch auch einfach weniger in die Öffentlichkeit gehen wollen. Ja, und es wurde auch Wim Wenders erwähnt. Ich habe mir so gedacht, also Wim Wenders macht viele Sachen, da würde ich mich schämen, das zu tun. Also zum Beispiel, wie Mendes hätte jetzt eine Gruppe von seinen Fans mitgebracht, die klatschen. Damit das Kino voll ist. Damit das Kino voll ist und die Stimmung gut. Da würde ich mich natürlich schämen. Also, aber ihr könnt jetzt auch mal klatschen. und ja. Ich glaube, da muss man, also ja, wenn man über feministischen Blick, feministische Perspektiven nachdenkt, muss man vielleicht auch so in die Tiefe gehen, wie sind wir Frauen sozialisiert. Ich hoffe ja, das ändert sich langsam, aber wir haben so gemerkt, bei Sibylle Berg, und wir kommen jetzt da dazu, es hat sich irgendwie, also im Vergleich zu Schotter wie Heu, noch ganz wenig geändert, also wie Frauen in der Öffentlichkeit auftreten und wie sie wahrgenommen werden. Also ich würde gerne einen Aspekt, weil auf der anderen Seite, das gilt ja auch für euch als Filmemacherin hinter der Kamera, und der Film, gerade dieser, gewinnt daraus ja auch einen beträchtlichen Reiz, dass die Männer sich eben so wenig schämen und die Männer sich auch nicht schämen, die Frauen hinter der Kamera in sozialen Rollen anzusprechen, die gerade nicht die Rolle der Filmemacherin sind. Also die habt diese Szene jetzt nicht gezeigt, aber die beiden sind dann natürlich von den Jungs im Dorf auch angebaggert worden, also unter Hinwegsetzung dieser professionellen Rolle. Das waren jetzt nicht die Frauen, ja, die jetzt dann Film machen, genau, sondern die einfach die potenziellen Heiratskandidatinnen waren oder die Mädels, die man jetzt so abschleppen kann. Nee, vor allem unter den verheirateten Frauen gab es ganz viel Angst, dass wir die Männer
denen abspenstig machen und deshalb in das Dorf gekommen sind. Also es war die einhellige Meinung in dem Dorf, dass es nicht sein kann, dass zwei Frauen dahin gehen, ohne, um einen Film zu machen, mit dieser kleinen Kamera. Nein, die wollen natürlich irgendwelche Liebhaber. Vor allem, weil sie dann so lange da sind, 4 Wochen. Und das war für uns auch sehr überraschend, weil wir gar keine Liebhaber da gesucht haben im Dorf. Nee, aber nochmal, also daraus gewinnt der Film natürlich, weil ihr bleibt jetzt ja nicht in dieser Haltung stehen zu sagen, hoch, sie benehmen sich jetzt aber skurril, sondern ihr macht ja was draus. Na, ihr geht dann eine Ebene weiter und stellt das natürlich auch aus. Und das ist dann so ein mitschwingendes mindestens zweites Thema dieses Films. Und es gibt auch diese entzückende Szene, wenn dann so ein Fernsehteam vom SWR da mal eben reinschneit und die wollen auch was machen über das Dorf. Und ihr filmt dann auch, wie die filmen und wie die anders arbeiten als ihr und wie die Situation ganz anders zurichten und arrangieren. Und ne, also diese Doppelbürdigkeit, die schwingt dann immer mit, ne, dass ihr diese Rollen auch immer ausstellt und thematisiert. Ja, aber da haben wir natürlich auch gleich einen schönen Aspekt. Natürlich benutzt man als Frau oder man ist nicht unangenehm davon berührt, dass Männer sehr charmant sein können, wenn sie denken, man wäre potenziell an ihn interessiert. Und wer von euch Dokumentarfilme macht oder wer hinter der Kamera steht, man ist ja mit sehr großer Neugier und Interesse gegenüber, kommt man auf die Leute zu. Und Männer missverstehen das oft. Also wir haben nur als Beispiel jetzt, wir haben keinen Ausschnitt dabei, wir haben uns dann auch über das Thema Rente, also was passiert, wenn wir alt sind und als Künstler Rente haben, also ein Film, der heißt Where's the Beer and When Do We Get Paid? Auch über einen alten Mann, den Schlagzeuger von Frank Zappa, der in Bayern gelandet ist, ganz ohne Geld und immer noch schlagzeugen muss. Wir fanden das ein schönes Symbol, also für einfach weitermachen muss. Und da war es tatsächlich so, dass der irgendwie ein halbes Jahr sensationell charmant war zu uns. Und dann hat er plötzlich gemerkt, die wollen tatsächlich nur einen Film machen. Also Frauen kamen in seinem Weltbild, also das ist diese 68er Hippie-Generation, eigentlich nur als Groupies vor. Also der hat auch einen Groupie geheiratet, weshalb er dann in Bayern gelandet ist. Das aber für uns auch total spannend. Also jetzt, wie verstehe ich die Männer, wie verstehe ich das Patriarchat? Also wir haben uns da so hingearbeitet, bis wir irgendwann gedacht haben, jetzt sind wir reif für eine Frau. Ja, wir müssen den nächsten Film auch noch erwähnen. Da haben wir einen Film gemacht, Der große Navigator, über einen schwäbischen Missionar, der nach Mecklenburg entsandt wird, wo er in Papua-Neuguinea war. Genau. Und da ist das Thema des großen Patriarchen im Himmel. Also Gott, ja. Also es gibt ja nichts Frauenfeindlicheres als die monotheistischen Religionen, die wir gerade haben auf der Welt. Also wenn man sich da mal dran erinnert, nur so nebenbei. Und das war auch sehr spannend, weil wir zum einen den Missionar hatten, das ist ein Evangelikaler, also das, die Leute, die jetzt alle Trump unterstützen, kam aus Papua-Neuguinea und hatte so die Idee, weil er da als Weißer, wir haben es bei Monika schon gehört, man hat so einen anderen Status. Nee, man muss dazu sagen, die Mission ist in Süddeutschland, im Schwarzwald. Da kommt er wirklich her und wurde zuerst nach Neuguinea und dann nach Mecklenburg entsandt. Und er selbst hatte so die Idee, dass er eine riesige Erfolgsgeschichte in diesem gottlosen Osten hinlegen kann, weil er in Papua-Neuguinea weiß war und eben der König. Und da ist er auf harschen Widerstand gestoßen natürlich, weil es war schon 13 Jahre nach der Wende und die hatten schon verstanden, dass erstmal die Bananen gekommen sind und jetzt soll auch noch dieser bescheuerte Glaube, also das kam sehr... Aber auch das, ein Film eigentlich zum großen Thema Patriarchat. Was da interessant war, die Ehefrau des Missionars war viel charismatischer, konnte viel besser erzählen als der Mann, der so ein bisschen, da musste man ganz arg viel rausschneiden, damit man den überhaupt eigentlich aushalten konnte. Aber die durfte das nicht an sich reißen wollen. Die Frau also, war die grandios, Panasonic, wie man das so schön nennt, konnte gut reden und hat sich aber in den Hintergrund gestellt, um ihrem Mann, der da so tappelig da durch Mecklenburg, Neubrandenburg tapste, den Vortritt zu lassen. Auch das fanden wir extrem spannend. Und all diese Sachen, all diese Erfahrungen der letzten tatsächlich 2 Jahrzehnte, Sigrun, haben uns dann eigentlich befähigt, einen Film mit Sibylle Berg machen zu können.
uns das erstens zu trauen und zweitens auch zu wollen, also unbedingt zu wollen, eine Frauenfigur, die schon so widersprüchlich rezipiert wird, die eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin ist, wer von euch sie noch nicht gehört hat. Und die war tatsächlich unsere erste erklärte weibliche Protagonistin, die komplett alleine, also sonst tauchen Frauen immer so am Rand aus und stellen sich immer so in den Hintergrund in unseren Filmen, aber die war im Fokus. Das hat ja auch nicht immer gefallen. Das Interessante aber an der Sache ist, also nur mal kurz, es gibt verschiedene dokumentarische Formen, aber wir machen diesen extrem offenen Dokumentarfilm, also wir begleiten, also wir gehen mit der Kamera los und das ist für den beobachten, das ist für den Protagonisten echt hart, weil der eigentlich nie weiß, er hat keine Kontrolle, also der muss extrem vertrauen, was man da tut, was da passiert, was du dann auch im Schnitt machst, also das heißt, dass jemand, der so kontrolliert ist und sein Image so überwacht, wie Sibylle sich überhaupt darauf einlässt, zeigt natürlich auch eine Facette, die ist halt so neugierig, also die macht es dann doch. Aber vielleicht können wir zeigen mal kurz den Anfang nur zum... Eine Hasspredigerin der Single-Gesellschaft, Designerin des Schreckens, letzte freie Radikale unter den deutschen Schriftstellerinnen, die erbarmungsloseste deutsche Schriftstellerin, die Farbfrau für Süße. Frau Berg, Sie provozieren die Leute irgendwie. Also vielleicht nicht, sagen Sie es richtig. Die Leute fühlen sich provoziert und ich blicke das Ganze voller Unverständnis an. Okay, hier habe ich den Ausschnitt ein bisschen zerschnitten, aber ich glaube, weil wir nicht wussten, ob wir einfach weiter gucken können, aber ich glaube, wir können das. Also wir haben den Film so aufgebaut, dass Sibylle hat zu der Zeit ein Haus gesucht. Also das ist auch ein sehr schönes, fanden wir ein sehr schönes Motiv, die unbehauste Schriftstellerin auf der Suche nach einem Zuhause. Und sie hatte da so verschiedene Vorstellungen, wo sie gerne wohnen würde, unter anderem in dem Haus, das wir dann mit ihr jetzt besichtigen. You see it every day. You wake up and see still how wonderful this outhouse is. Yes. You are used to it. I've lived here since 1972, but every day I still appreciate it as though it's the first day that I've been here. It makes you happy, yeah. What it makes happy? I think it makes happy. It makes happy, no? Yes, especially. When the view is so nice as it is today, the rain clears the view, and you can see the Pacific Ocean, you can see downtown LA. And you know the John Lautner personally? What? The John Lautner, you know him personally? John Lautner? Yeah. Yes, we worked together for 15 years. He was a great one, huh? Huh? He was a master, no? Yes. He's the god of architecture. John Lautner. We must show this view also. And I also read you are in the fashion. You yes. Love fashion also. Yes. So the my other god, Rick Owens, comes from here. What? Rick Owens. You know, Rick Owens, yes. He's a friend of mine. He's a friend of yours. Yeah. Wow. Rick Owens. Ah. Yes, I go to all of his fashion shows. Uh-huh. I have his hose on me.
should take a look at the bathroom. Gesprächspartner, ne? Ein bisschen. Aber das Haus hier ist leider gut, ne? Was? Oh. Ah. Ja. Das Blubberen ist warm. Das Blubberen ist mega warm. Ach, hätten wir das so ein Haus? Genau, das zieht sich so ein bisschen als der rote Faden durch den Film, Sibylle und die Häuser, die sie sich wünscht, oder auch ihre Vorstellung von Luxus und Leben. Und sie endet dann, also so viel kann man verraten, sie hat dann so ein ganz kleines Appartement in der Schweiz mit so einem Aufblaspool am Ende. Aber spielt also natürlich. Aber so ein kleines Becken. Spielt mit der Bescheidenheit. Aber spielt mit der Bescheidenheit. Wir könnten gleich... Ach so. Ja, ich habe jetzt da voll den Faden verloren. Nee, wir können. Ich glaube, interessant an dem Film ist, man von der Vorgeschichte, die ihr mitgebracht habt, ihr habt für den Schrittert 21-Film Alarm am Hauptbahnhof den Grimme-Preis bekommen. Und dann war das dieses große Ding hinterher. Man hätte meinen müssen, Sibylle Berg ist wahrscheinlich von den, wie sagen, Gegenwartsschriftstellerin, wirklich einen der richtig großen Namen. Ja, die kennt man einfach. Und wie der Anfang hier gezeigt hat, sie ist wahnsinnig polarisiert. Man hätte jetzt ja meinen müssen, dieser Film, der haut ja rein wie nur was halt. Und den wollen alle haben, weil alle scharf drauf sind, Sibylle Berg in so einem intimen Porträt zu erleben. Und das ist eben überhaupt nicht passiert. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, wo wir einsetzen können. Ihr habt ein bisschen erzählt, wie ihr getingelt seid und den Film verschiedenen Festivals angeboten habt, wie man das ja so macht. Und dann kamen dann so Sachen wie, na, ist ja ein Film ja nur über so eine Frau. Ne? So ein Film nur über so eine Frau. Also, und explizit, also ich habe es mir gemerkt, weil es war schriftlich, da hieß, ja, das ist ein sehr schöner Film, auch eine ganz interessante und schillernde Frau, aber es ist nur eine Frau. Und wir wussten dann nicht genau, ob die Betonung auf nur eine, also wenn es 5 Schriftstellerinnen gewesen wäre, da wäre das dann irgendwie gegangen, oder nur Frau. Und das fanden wir dann schon sehr, sehr bezeichnend. Also das ist uns mit unseren vorherigen Filmen noch nicht passiert. Nur ein Mann. Was Neues. Und das ist sehr interessant. Da haben wir länger darüber nachgedacht, dass offenbar, also für Frauen, die männliche Protagonisten sehen, gilt das allgemein. Das sind wie du und ich, dass wir schauen also Menschen an. Während wenn Männer Filme über Frauen anschauen, sind die dann speziell halt die Frau. Also da sehen sie nicht unbedingt, also ich allgemeiner jetzt blöd, das sollte man eigentlich nicht, aber sehen nicht eine Allgemeingültigkeit, die vielleicht sie auch betreffen könnte. Und das war mir komplett neu. Das habe ich vorher, aber das liegt vielleicht... Ausgeblendet. Das hatte ich vorher ausgeblendet. Gestern war das so schön thematisiert, man nimmt bestimmte Dinge, nimmt man einfach nicht mehr wahr. Es ist natürlich so, dass man, wenn man als Mädchen sozialisiert ist, hat man sehr viele männliche Figuren als Helden und denkt sich natürlich, na klar, das trifft für mich auch zu, also ob das jetzt Bambi ist oder sonst irgendjemand.
Und mir ist dann erst bewusst geworden, dass das vielleicht bei Jungs überhaupt gar nicht so der Fall ist, dass da die, oder gar nicht, dass da die weiblichen Figuren ja eher Ausnahme sind und sie deshalb auch nicht in der Position sein müssen, sich da reinfühlen zu mögen oder zu müssen oder zu wollen. Und ich glaube, daher kommt es vielleicht auch, dass dann ein Porträt über Sibylle Berg als speziell diese Frau wahrgenommen wird und nicht allgemeiner, wie jetzt unsere anderen Filme sind immer sehr allgemein verstanden worden. Ja. Wir hatten es vorhin vergessen zu sagen, halt, wir wollten eigentlich die Diskussion relativ früh aufmachen, also dass wir uns hier nicht unterhalten, deswegen halte mich hier sehr zurück, sondern dass ihr euch ganz schnell einschaltet, also wer immer jetzt Lust hat, was zwischendurch zu fragen, nachzuhaken, zu bemerken, sehr, sehr gerne. Also ja, noch das Überthema bei dem Film war Authentizität. Also genau, da wollte ich mich auch gleich, ich wollte, nicht Entschuldigung, ich finde das ja super, wenn ihr das macht. Nee, das wäre nämlich genau meine Frage. Wenn man jemanden hat, der weiß, dass er auch ein öffentliches Bild ist, die auch sehr aktiv arbeitet an diesem Bild, die auch spielt mit diesem Bild, die bietet ja auch verschiedene Facetten ihrer Persönlichkeit an und spielt auch so ein Spiel, das bin ich, aber vielleicht auch nicht und vielleicht habe ich auch noch diese Seite. Und eure Filme ja auch alle so angelegt sind, dass ihr mit den Leuten in Beziehungen tretet. Ich habe es gerade gesagt, dieses Durcheinander manchmal der Rollen. Was war die besondere Situation dort, in der ihr da reinkommt? Also ich stelle mir gerade die Anfangsphase sehr schwierig vor. Also ist eins dieser Stichwörter im Dokumentarfilm, Recht am eigenen Bild, Kontrolle des eigenen Images. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was drüber erzählen. Und ihr meldet euch. Ne? Also ja, meldet euch. Also das Interessante war, wir können ja als Dokumentarfilmer, das ist was wahnsinnig Schönes, jeden Menschen anfragen, ob wir nicht einen Film über ihn machen oder sie machen dürfen. Und das haben wir bei Sibylle einfach gemacht, indem wir hatten davor ein Stipendium in Paris und haben uns da ganz tolles Briefpapier besorgt und haben handschriftlich drauf geschrieben. Uns hatte ein Kameramann gesagt, wir müssten einen Film über Sibylle Berg machen. Er hat es nur von der ikonografischen Form, also von der Art, wie Sibylle als visuelle Person macht einen Film über die. Und wir dachten, naja, da wird sie drauf warten. Aber wir haben gedacht, fragen kann man ja mal. Haben dieses gute Briefpapier genommen und darauf geschrieben, dass wir einen Film über sie machen müssen, wurde uns gesagt. Und dann zwei Tage später kam eine Mail von Sibylle, dieses wunderbare Briefpapier wurde gerade zu ihr hereingeschleppt, so ein ganz zartes Briefpapier. Und da haben wir schon gemerkt, okay, die arbeitet mit Sprache, die hat unsere Form von Humor und sie ist nicht uninteressiert. Und dann war es so, dass sie, es war ihr absoluter Traum, dieses Haus, dieses Lautner-Haus in L.A. und sie hat da Urlaub gemacht. Und hat dann so gesagt, naja, ihr zwei, könnt ihr mir das denn nicht ermöglichen, dass ich da reinkomme? Und das ist so ein bisschen Sibylle Berg, also Sibylle Berg kommt aus dem Osten und hat das schon verstanden mit Tausch. Und hat dann haben wir gedacht, naja, also jetzt haben wir Sibylle Berg gefragt, wenn man den Milliardär, der da wohnt, kann man genauso fragen. Und haben dem geschrieben, mit der bedeutendsten deutschen Schriftstellerin würden wir gerne in das Haus gehen und es besichtigen mit einer Kamera. Und er sagte nur so, kommt vorbei. Und das war aber, bevor wir überhaupt wussten, ob wir diesen Film machen, bevor wir eine Finanzierung hatten. Und da waren wir noch so jung und leidenschaftlich und dann fliegen wir halt nach L.A. mit unserem letzten Geld. Und haben das gemacht und wussten aber nicht genau, ob erstens die Bilder auch tatsächlich kommt, ob der Milliardär uns dann auch reinlässt. Also so diese Art von Irrsinn braucht man dann auch, wenn man Filme macht. Und es hat aber alles geklappt. Also es ist mir heute noch, wir waren total gejetlaggt, deshalb heute, wenn ich diese Aufnahmen sehe, denke ich mir, das kann eigentlich gar nicht sein, aber es ist tatsächlich so gewesen. Und das war quasi, da hat sie gemerkt, okay, das haben wir ihr jetzt ermöglicht, das war ihr großer Traum, jetzt können wir ja auch vielleicht den Film machen. Aber uns ging es ja auch so, wir wussten ja auch nicht, können wir so lange mit einer Person unsere Lebenszeit verbringen? Man ist ja ziemlich lang beschäftigt mit einem Film, 2-3 Jahre mit der Auswertung und das war natürlich auch ausschlaggebend für uns, weil es waren echt tolle Szenen. Danach wurde es irgendwie schwieriger. Also richtig schwierig wurde es dann mit den Vertrag, also irgendwann muss man das ja dann schriftlich machen, also spätestens, wenn man dann einen Sender und Förderung mit dabei hat, muss man einfach Agreement machen und das wurde dann so kurz mal
irrational, aber da gibt es auch eine Szene dann im Film dazu, den Ausschnitt habe ich jetzt leider nicht, da spricht Sibylle von Pilzen, die einem manchmal das Gehirn befallen können und einen zu unkontrollierten Ausbrüchen oder Verhaltensweisen zwingen. Und die ihr dann leid tun. Die ihr dann wieder hinterher leid tun. Also die Vertragsverhandlungen waren sehr schwierig, aber... Aber wir haben die auch den Film im Prinzip gemacht, ohne das, was unterschrieben war, fast bis zum Schluss, um ihr möglichst viel... Und uns. Und uns auch Ausflüchte zu lassen. Ja. Und wir hatten aber den Sender dabei. Das heißt, das war so ein bisschen riskant. Ja, aber das macht man dann... Wir fanden sie eine sehr spannende Person. Ich glaube, also jetzt in Deutschland eigentlich auch beispielhaft. Also wir haben nicht so viele Frauen, die so schillern und so eine Mischung sind zwischen, also Clown gleichzeitig, aber auch so brillante Denkerinnen. Also das finde ich sehr faszinierend. Das gibt es ganz wenig. Also Humor, überhaupt das Clowneske an Frauen. Wir haben letztens mal drüber geredet mit Kolleginnen, der weibliche Freak. Also das gibt es ja. Es ist ja auch Humor, ist ja eigentlich auch eine Domäne der Männer. Und sie war ja auf einer Clownschule, kann man ja auch noch kurz erwähnen. Sie war in der Clownschule. Haben wir das jetzt zu Ende geführt? Genau, die Verhandlung, ihr Agent hat dann einfach gesagt, jetzt lass sie mal irgendwie 3 Wochen in Ruhe und dann klappt das schon. Und dann hat sie sich aber den Abnahme. Also sie wollte den Film abnehmen. Genau, das ist nämlich die Frage. Also Kontrolle am Bild, wie vollzog sich dieser Prozess? Also das ist ja so tricky, ne? Zwischen Vertrauen und gleich. Und ihr habt mal so einen schönen Satz gesagt, als ihr bei mir im Seminar wart. Ihr habt den Studierenden gesagt, wir wollen, dass die Leute in unseren Filmen eigentlich immer ein bisschen besser aussehen als im Leben. Das finde ich einen ganz klugen Satz im Dokumentarfilm. Also die Leute eben nicht ausnutzen, auch nicht irgendwie vorführen, sondern die sollen ein bisschen besser aussehen. Und ich glaube, in diesem Fall ist das wirklich schwer, weil die Frau sehr genau weiß, wie sie aussieht, wie sie rüberkommt und was sie macht. Und vielleicht könnt ihr dieses nochmal so beschreiben, wer da eigentlich dann die Abnahme in der Hand hatte, wie sich das vollzogen hat. Also die Sibylle ist ja kein Medienmensch. Also sie weiß, wie sie wirken will, wie das inszeniert werden kann und muss, aber in dem Moment, wo es um die Realisation geht, ist sie ja Autorin, ja. Und im Wort gefangen und nicht so im Bild oder im Inszenieren. Die ist mehr ein Foto als ein Film. Also das Erstaunliche ist, also wenn wir das gleich vorwegnehmen sollen, also wir sind hingefahren, oder sollen wir noch einen Ausschnitt dazwischen schieben? Ja, also zeigen wir doch... Glaubst du, die machen dann hier auch mal so eine Tafel hin? Sie will jetzt. Ja, von so und so und so und so steht zu befürchten. Das war jetzt wie so Zensur von Sibylle. Glaubst du, die machen dann hier auch mal so eine Tafel hin? Sie will jetzt Werk von so und so und so und so steht zu befürchten. Es ist überall Denkmäler von mir hin und so. Oder auch, sollst du am anderen Hand bewegen? So was, ja. Müssen wir irgendwie den Kopf fassen. Ja, weil das alles so schwer ist. Also so voll mit dem Kulturgut, kann man sagen. Ich glaube, da wird auch viel, viel Scheiße drum gemacht. Und ich kann gar nicht so Pfeffer auch um die Welt erklären. Mir eigentlich schon mal außen vor, aber Frauen erklären die Welt auch nicht. Steht uns nicht zu. Die Frauen schreiben über ihre Depression. Ja. Also genau, die Abnahme lief dann so, dass wir, also wir haben gedacht, also das wird schon klappen. Also, wir schneiden einen schönen Film, der wird dir gefallen. Film, da wird der Sibylle gefallen, was soll schon passieren? Und sind dann da hingefahren, also kurz davor wurde es mir schon so ein bisschen
Ja, man hat da so, ich weiß nicht, stellt euch vor, also man hat da so ein Jahr geschnitten an so einem Film. Es war auch gar nicht so einfach, weil die Sibylle immer so gemerkt hat, wenn es jetzt wird zu kuschelig, hat sie die Szenen eigentlich sofort abgebrochen. Also wir haben immer sehr, sehr fragmentiert nur drehen können und zu uns, normalerweise verfolgen wir immer so Linien, also wir merken was, oh, das ist ein schönes Thema, das verfolgen wir weiter, und diese Bilder hat es immer so gerochen, jetzt, jetzt, da wollen sie jetzt weiter, da machen wir jetzt Schluss. Also das heißt, das war auch eine echte Herausforderung, das dann zu schneiden, also wir haben mühselig ein Jahr dran geschnitten, kamen dann da an und ich dachte, was, wenn die uns das jetzt um die Ohren haut, dann. Und sie macht die Tür auf und eigentlich noch vor der Begrüßung hat sie gesagt, ihr wisst schon, ich habe den besten Anwalt. Also den Medien. Das ist der Scherz. Der auch Jan Böhmermann vertreten hat bei Erdogan. Da war ich kurz mal so. Aber, also das ist auch wieder das wirklich, weshalb wir natürlich, wir haben uns Sibylle Berg ja natürlich schon ausgesucht. Die ist auch so, dass man, die hat eine ganz große Portion Humor. Und die ist auch gar nicht so eitel, wie man immer so denkt. Also die hat sich extrem gut amüsiert, also weiteste Strecken des Films. Und es gab nur zwei Stellen, wo sie so gesagt hat, also bitte das nicht. Also sie wollte zum Beispiel nicht selber über den Tod ihrer Mutter reden. Also ihre Mutter hat sich, also Sibylle Berg, sondern kurz zur Geschichte, die ist, Sibylle Berg ist ausgereist, also hat einen Ausreiseantrag gestellt, noch vor Mauerfall. Und ihre Mutter hat sich danach dann mit einem Gasofen, also sie wollte sich eigentlich umbringen und hat aber mit dem Gasofen die ganze Wohnung in die Luft gejagt. Ob diese Geschichte komplett war, also die Mutter hat Selbstmord begangen, das weiß man. Und das wollte sie nicht selbst erzählen, das hat sie gemacht. Und wir hatten das auch im Film, aber sie hat erlaubt, dass es jemand anders, weil sie hat, es gibt so eine Interviewsituation, wo jemand anders das dann erzählt, ihre Mutter. Ja. Das hat sie also drin, thematisch durfte es drin sein, aber sie wollte das nicht selbst erzählen, weil ihr, interessanterweise, weil sie schon Rezeption im Kopf hat, immer vorgeworfen wird, sie schmücke sich quasi mit ihrer schrecklichen Vergangenheit. Also was ja auch schon ganz schön krass ist, darüber nachzudenken, dass einem das zum Vorwurf gemacht wird, dass man irgendwelche Tragödien erlebt hat im Leben. Da haben wir gedacht, das ist klar, das können wir mühelos rausschneiden. Und es gab aber noch eine andere Stelle, wo es gibt so einen kleinen Exkurs zu ihren Lektoren. Sollen wir erst den Exkurs zeigen? Ist der überhaupt dabei? Doch. Nee, der Exkurs ist nicht dabei. Nee. Ach, Entschuldigung. Aber trotzdem, das ist die Einleitung eigentlich zum Exkurs. Die Einleitung zum Exkurs. Das macht doch nichts. Haben wir überhaupt noch, wie sind wir in der Zeit? Wir könnten noch ein bisschen mehr Zeit. Ach so. Nee. Also gut, dann erzähle ich das rasch einfach zu Ende. Die Lektorin hat erwähnt, dass sie sie bei Allegra entdeckt hat. Sibylle Berg hat in den 90er Jahren wahnsinnig tolle Reportagen fürs Zeitmagazin geschrieben. Ich weiß nicht, wenn sie die je in die Hände kriegen, da war sie wirklich eine Vorreiterin für dieses, also ich gehe als Mensch irgendwo hin in die Welt und erlebe Sachen und beschreibe das zauberhaft. Und auch mit sich selbst, auch mit sich selbst im Bild. Und sie will aber nicht als Journalistin wahrgenommen werden, weil ihr das immer so vorgeworfen wird. Also man merkt schon, Sibylle Berg ist wie traumatisiert von Presse und Reaktionen auf sich und ihre Arbeiten. Und das ist auch ein Riesenspagat, dieses ernsthafte Literatur machen wollen und bisschen auch lustig sein und im Fernsehen auftreten. Und also wir haben tatsächlich auch im Film, wo sie einen Spagat macht vor Publikum. Also das ist dieser leibhaftige Spagat, den sie hinlegen muss immer. Ja. Und sie wollte, dass das rausgeschnitten wird mit der Allegra. Und wir haben aber, ich weiß nicht, da waren wir irgendwie dann so bockig. Wir haben gesagt, also Sibylle, du kannst nicht andere Leute, die über dich reden, zensieren. Das, also es geht zu weit.
Und dann haben wir so ein bisschen hin und her und dann irgendwann hat er gesagt, ja, dann macht halt, was ihr wollt. Ja, also das ist schon sehr cool gewesen. Sie hat aber auch gleich klar gemacht, sie kann und will nicht für Promotionszwecke zur Verfügung stehen. Das war total interessant, wir haben das auch dem Verleih gesagt. Aber trotzdem hat da so eine Presseagentur dann eine Kampagne komplett auf die Prominenz und die Anwesenheit von Sibylle Berg aufgebaut. Was dann natürlich? Nein, die haben es nicht aufgebaut, aber wollten und haben immer uns angegraben. Wir sollen doch, wir haben doch Kontakt zu Frau Berg und wir müssen sie doch nochmal und so weiter. Und das war anstrengend. Hat sie nicht gemacht, aber ich kann das auch verstehen. Also das wieder hat was mit diesem weiblichen Charme zu tun. Also sie will dann nicht. Der Film ist ja manchmal auch sehr nahe an ihr und sagt, also sie öffnet sich auf eine Weise interessanter. Also es gab Leute, die den Film gesehen haben, gesagt, das ist ja erstaunlich, also so als normaler Mensch. Also die Sie kennen. Die Sie kennen. Dass sie das zugelassen dass hat. Dass sie das zugelassen hat, aber das heißt, sie wollte da nicht dabei stehen, dann hat sie sich irgendwie so ein bisschen Scham gehabt. Also anders als Wim Wenders. Und das ist ja verständlich, also kann man ja. Andere wiederum sagen, man sieht überhaupt, man kommt ihr überhaupt nicht nahe, es ist überhaupt keine Home Story und das ist es auch und, nicht. Und man erfährt nichts über ihr Sexualleben, das fand ich auch eine ganz tolle. Kritikerreaktion. Aber jetzt sind wir schon bei der Rezeption. Mach doch einfach. Ja, hat euch das eigentlich enttäuscht, dass der so, sag ich mal, verhalten aufgenommen worden ist? Weil eigentlich würde man doch erwarten, man hat so eine Gestalt und die ist irgendwie im öffentlichen Interesse. Und man redet ja manchmal so von den pre-sold pictures, ne? Du machst ein Rockumentary, steht jemand im Zentrum und dann weiß man schon, dass es läuft, weil die Fans kommen. Und das lief anders mit diesem Film und das fand ich schon erstaunlich. Das hat auch immer viele Gründe. Zum einen kann es das Wetter vom Kinostart sein, zum anderen sind wir jetzt nicht Kufus, die von vornherein also Macht haben, haben nicht so einen Film auf die Berlinale zu bringen, bevor er gedreht wurde und solche Sachen. Also das spielt viel rein. Das ist aber, ich weiß auch gar nicht, es ist natürlich, wir machen uns oftmals auch Gedanken, je älter wir werden, ob wir nicht tatsächlich Dokumentarfilmerinnen geworden sind, weil wir auch diese komische Scheu haben, zu sehr, also zu berühmt, zu sehr im Rampenlicht zu stehen. Also dieser, so dahinter, also dass wir fast schon sind wie die Frauen bei Schotter wie Heu, die sich so wegducken und so, oh, mich nicht. Also, ja, so ein dienendes, so eine dienende Haltung eigentlich. Ob das nicht so was auch typisch weiblich, manchmal fragen wir uns das, aber das ist jetzt nur so eigentlich unter uns, dass es ein sehr weibliche Position ist, der Dokumentarfilm, während der Spielfilm, wo man immer im Rampenlicht steht, das ist schon mal eine andere Nummer. Glamouröser. Naja, sie bringt es ja selber ganz gut hier auf den Begriff. Der Satz ist ja zauberhaft, ne? Also Männer erklären die Welt und Frauen schreiben ein Buch über ihre Depression. Also ich habe das selten so gefasst gesehen, ne? Also das ist dann auch sich, ne, sich zurücknehmen und nicht sagen, ich brauche mal davon ab. Ich meine, Männer kämpfen natürlich genauso im Dokumentarfilm drum, überhaupt Sendeplätze zu kriegen, Verleihkonditionen zu kriegen und so. Also das ist einfach ein allgemeines Jammerlied, in das wir alle einsteigen. Stimmen können. Aber ja, vielleicht ist es dann aber auch wirklich, sich selber, ne, anders aufzutreten oder eben diese Strukturen auch nicht so zu suchen. Ich meine, ihr habt euch ja auch entschieden, so zu arbeiten, wie ihr arbeitet. Ne? Also ihr sucht ja auch nicht diese Kufus-Umklammerung. Da wollt ihr ja nicht hin. Ja, es ist total spannend, dass wir ja während, also gerade auch nach dem Studium oder einfach so wirklich wie besessen, also nach, denke ich mir ein bisschen doof, auch an so einer Filmsprache gearbeitet haben und dass uns das viel wichtiger war, als zum Beispiel nach Cannes zu gehen. Also wenn ich das jetzt erzähle, da werde ich jetzt noch rot. Also wir waren mit dem Operfilm nach Cannes eingeladen und wir waren aber gerade dabei, einen Schotter wie Heu zu schneiden und waren da so an ganz, oh, das muss jetzt, da kommen wir jetzt an unsere richtige, da finden wir jetzt unsere Sprache. Ich kann doch jetzt nicht nach Cannes, da gehen wir das nächste Mal. Ja, also nein, das Argument war, wir haben auch nichts anzuziehen. Ja, aber also so eine ganz eigenartige Besessenheit. Aber in, auch Doofheit. Doofheit, Besessenheit in Bildsprache, in so seinen Weg, seine Handschrift, dass das so wichtig ist, das zu finden, haben wir so ein bisschen
die eigentlich wichtigen Dinge in der heutigen Zeit vernachlässigt. Aber trotzdem sind wir noch da. Also hat ja. Und man kann die auch buchen. Also, die machen ja noch ganz viel anderes. Die machen ja auch Daumenkino, Daumenkino-Festivals. Ich hatte sie zweimal in meinem Seminar eingeladen. Das ist ein großes Vergnügen. Also die Studenten, die waren völlig begeistert, schwärmen da immer noch von. Aber wenn ihr jetzt nichts fragen wollt, ja, zu... Ah doch, da oben. Ja, bitte. Haben wir noch einen... Kommt. Gese? Könnt ihr noch mal sagen, woher das kam? Dieses, das ist ja nur, geht nur um eine Frau, also von welcher Stelle? Weil ich finde das auch in dem Kontext irgendwie mal wichtig zu benennen, weil ich finde, das ist schon was ganz klar Frauenfeindliches, auch was dahinter steckt, was natürlich in der ganzen Film- oder Fernsehlandschaft auch vertreten ist, aber. Das sind einfach die großen Dokumentarfilmfestivals in der Bundesrepublik, oder? Da können wir es dabei. Nein, das sind so. Nee. Im Kino. Frauenfilm. Also ich sage, er lief nicht in Leipzig und er lief nicht in Duisburg. Aber ich würde gern da direkt anschließen, weil da bin ich auch hängen geblieben, nur eine Frau. Und dann ist mir heute eine Szene wieder hochgekommen, die ich hier in der Halle erlebt habe. Da standen zwei weiße Männer in meinem Alter, so ungefähr, schätze ich. Und der eine macht den anderen auf die Plakate aufmerksam und liest ihm vor, mit mir raus aus dem Mainstream. Ha, damit kann man sich auch beschäftigen, haha. Ja, und ich habe so richtig gemerkt, dass eine Scham über mich kam, dass ich mich abgewertet gefühlt habe. Und habe ihnen gesagt, nee, Sie als weißer Mann müssen sich damit nicht beschäftigen. Und dann hat er auch geguckt und ist dann abgezogen. Aber das war für mich, und das alles, was ihr heute erzählt, ja, das liegt alles so tief, finde ich. Ne? Es liegt viel tiefer als nur in diesen ökonomischen Dingen, sondern also ich bin wirklich fassungslos. Also und über diese Szene von heute Morgen bin ich einfach auch fassungslos. Ich glaube, dann die Frage ist dann genau, halt setzt man sich dann hin und beklagt man das oder macht man fröhlichen Film darüber und bringt es nach vorne, ne? Und sucht vielleicht auch eine Sprache, die dann andere auch verstehen, halt, auf die man sich einigen kann. Deswegen, ich glaube, diesen Zugriff, den ihr habt, der ist eben auch extrem einladend, sich auseinanderzusetzen. Ich würd gerne daran schließen. Ganz kurz nur, also ich finde es auch genauso empörend, dass nicht alle Frauen in diesen Film rennen und dass ausschließlich Frauen diesen Film sozusagen auf die Leinwand bringen. Das finde ich genauso empörend wie Sätze wie, es ist ja nur eine Frau, ein Film nur über eine Frau. So, das sollte man sich vielleicht auch mal vergegenwärtigen. So. Es gibt so eine tolle Szene, wo Sibylle Berg, die haben wir jetzt noch nicht gezeigt, soll man die noch zeigen, über andere männliche Schriftsteller so ein bisschen sich lustig macht. Ja, okay. Die machen wir doch und dann ist Schluss. Nee, dann machen wir lieber der andere. Nee, die ist gut. Du hast das Mikro, ich habe das nicht gesehen. Entschuldigung, Gesa. Also, Gesa. Also, nur eine kleine Anmerkung, weil ich fand, bei Kuhfuß geht es ja nicht nur um eine Kuhfuß-Umklammerung, sondern das Beispiel, was ihr beschreibt, ist, ein System, da ist ein großer Produzent, der einem Herrn Koslick was dealt, weil es geht um einen Beuys, ne, und so, und um einen Andres Feil, der diesen Beuys-Film ja ganz bestimmt super gut macht. Also, ne. Genau, das weiß man schon vorher, weil das sind einfach die Namen, die dann gehandelt werden, natürlich. Und ja, und da gelten dann auch manchmal andere Qualitätsmaßstäbe. Ne? Ja. Weil man eben Best Buddies sind. Genau. Darf ich mal ganz kurz, ganz kurz dazwischen? Also Gerhard Richter ist nicht auf der Berlinale gelaufen, trotz aller Versuche von Kuhfuß, den da reinzubringen. Also ganz so einfach ist es jetzt auch nicht. Ich habe bei Kuhfuß ziemlich viel gemacht. Das ist eine der wenigen Produktionsfirmen, die einen ziemlich gut behandelt
und die immer wieder Frauen rausbringt, der Eröffnungsfilm von Duisburg ist jetzt auch von Regina Schilling, also nur, dass wir uns jetzt nicht so ganz schnell hier eindingsen. Ne? Wobei man natürlich überlegen kann, ob der Gerhard Richter-Film nicht so hochgekommen ist, weil er eben von einer Frau ist, von Corinna Belz. Genau, das wäre jetzt zu. Trotzdem, der Versuch war total da, den da reinzubringen. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir so einzelne arme Männer wie jetzt Wim Wenders so als oder Herrn Kufus. Nein, auch Herrn Kufus, also die natürlich wackere Arbeit leisten, und es ist halt im Filmbereich, das muss man auch mal sagen, so, dass man ja tatsächlich auf Vertrauen, also ich meine, wir verkaufen ja die Idee, also bevor wir einen Film machen dürfen oder können, verkaufen wir die Idee, wir verkaufen ja keine fertigen Filme, also da fängt es ja schon an, und das zieht sich dann natürlich weiter auch bei den Festivals, also das ist schon ein ganz, das ist ja, sagen wir mal, es gibt gewachsene Strukturen, wo bestimmte Namen gesetzt sind und die müssen sich nicht immer wieder neu verkaufen. Ne? Sagen wir es mal so. Und manche haben dann immer ihren neuen Film auf dem Festival. Das stimmt, und da seid ihr halt nicht dabei. Da sind wir nicht dabei, aber es gibt natürlich auch genügend männliche Kollegen, die das, du hast es sehr, das stimmt schon, die auch extrem darunter leiden. Wir haben einfach sehr, sehr eigenartige und vielleicht auch sogar undurchsichtige Machtstrukturen, welche Filme auf Festivals laufen können. Das liegt aber in der Natur der Sache, weil es viele Einreichungen sind, ich weiß nicht, Tausende. Ja, die kann sich auch gar niemand mehr alle anschauen. Das heißt, es passiert sowieso was. Also passieren sowieso Machtstrukturen, wer die Filme unterbringt. Und wenn wir von Machtstrukturen reden, dann geht es auch immer um Kraft. Und wer, wenn wir alles selber machen, ja, da ist es auch, ich meine, ich bin auch eigentlich wirklich für eine Quote in den sogenannten Wettbewerben der Festivals, weil das ist ja erschütternd. Also auch gestern, wenn wir die Zahlen gesehen haben, wie viele Frauen machen Filme, aber das ist ja, spiegelt sich ja gerade in den Wettbewerben der großen A-Festivals wirklich wieder. Da ist aber jetzt dieses Jahr eine Frau dabei. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Ich finde, wir sollten noch einen Schlusspunkt setzen, und das dürft ihr euch jetzt ausdenken. Also entweder zeigt ihr jetzt noch einen Ausschnitt oder ihr erzählt noch ein bisschen was über die Narren, was ihr vorhabt. Eure Wahl. Also wenn jetzt Amazon seine Buchauslieferung mit Drohnen plant, ist das ein wahnsinniger Krach. Ja. Davon kann man ausgehen. Ne? Ja. Nicht nur, dass sie den Buchmarkt vernichten, eigentlich jeden Markt vernichten, sie machen auch Krach.